Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, auf diesem Trip machte ich im Campanile, Val de France, zumal für mein Französisch, aber ihr seht es unten im Titel, wie es richtig geschrieben wird. Genau, hier übernachte ich diesmal und ich zeige euch die Zimmer und wie das Hotel so aussieht, damit ihr einen guten Eindruck bekommt und vielleicht hier auch das nächste Mal übernachtet. Das ist ein Partnerhotel vom Disneyland Paris, also sehr nah am Disneyland Paris, aber nicht auf dem Disneyland Paris Gelände. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit der Zimmertour. So, ich bin jetzt hier im Campanile, ich weiß es nicht, mein Französisch ist nicht das Beste. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt das Zimmer, welches ich hier bezogen habe. Zu meiner Linken haben wir das Badezimmer. Ich mag das Zimmer jetzt schon sehr gerne, es ist sehr modern. Ja, hier einmal das Badezimmer mit zwei großen hellen Lampen, gut für die Frauen zum Schminken. Wir haben einen großen Spiegel. Sorry, ich sehe schon total fertig aus vom Tag, nicht hingucken. Wir haben Papierbecher, was auch sehr Go Green ist. Wir haben Seife. Wir haben einen typischen Hotelföhn. Ich bin ja kein Fan von denen, ich mag die ja gar nicht. Erstmal föhnt man 10 Stunden und die Haare sehen aus, als wäre der Föhn explodiert. Aber anderes Thema. Dann haben wir Handtücher, natürlich eine Toilette, noch mehr Handtücher. Und dann hier hinten haben wir die Dusche. Okay, die Fliesen. Kann man jetzt debattieren, ob die jetzt hier so reinpassen? Ich würde jetzt sagen nicht, aber okay. Aber dann haben wir hier eine Dusche und eine kleine Badewanne, wo man auch drin sitzen könnte oder die Kinder gut baden könnte. Wir haben hier eine kleine Garderobe für die Jacken und dann kommen wir auch schon in den Hauptraum. Wir haben ein großes Doppelbett. Ich mag das Design. Es ist sehr modern, sehr clean. Diese Farbkombi, ja gut, die Vorhänge sind jetzt nicht so clean, aber ich finde, es passt. Es sieht sehr harmonisch aus, die Farbgebung mit dem Grau, Rot, Weiß. Es ist sehr schön, das Holz finde ich auch toll. Also wie gesagt, ein großes Doppelbett. Dann haben wir auch noch ein Hochbett für Kinder, wenn die dabei sind. Da ich 3 Nächte hier bin, kann ich entscheiden, ob ich eine Nacht da oder eine Nacht hier schlafe. Nein, natürlich übernachte ich auf dem großen Bett. Aber finde es sehr schick, auch die Option für Kinder mit Hochbett. Kinder lieben ja Hochbetten. Haben wir ein kleines Telefon. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir einen Fernseher. Auch was ganz wichtig für die Frauen, einen Ganzkörperspiegel. Und man sieht da leider, dass die Putzfrau nicht so das nicht so gesehen hat. Aber gut, ansonsten ist es wirklich sauber. Wie gesagt, Fernseher, Schreibtisch. Dann haben wir einen Wasserkocher. Was ich auch sehr wichtig finde im Winter. Ich liebe es nämlich, Tee zu machen. Wir haben 3 Steckdosen hier, eine noch neben dem Bett. Wir haben hier so ein Willkommensmagazin, wo drin steht, wann es Frühstück gibt, was es kostet, bla bla bla. Ja, dann kamen wir zu den Vorhängen. Ja, muss man mögen, aber ich finde es wirklich schön. Draußen ist dunkel, ich kann euch nicht zeigen, was man da so sieht. Und dann haben wir einen Schrank, welchen ich sehr klein finde, muss ich sagen. Also wir haben oben erstmal ein Safe und wenn man sich die Schrankgröße anguckt, für mich reicht es vielleicht gerade so, aber für eine Familie mit 2 Kindern wird schon eng. Also wir haben da noch ein bisschen Platz, aber gut, man ist nie so lange im Disneyland, aber trotzdem. Also das würde ich kritisieren an diesem Zimmer, die Schrankgröße. Genau, und dann gibt es auch noch Wi-Fi. Ja, ansonsten kann man nicht mehr viel zu sagen. Aber ich finde es sehr schön, die Decken sind auch sehr hoch. Und ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Was sagt ihr? Kommentiert mal unten. So, hier ist nochmal die Rezeption. Dann gibt es hier einen kleinen Garten, wo es zu den Zimmern geht. Und ganz hinten findet ihr das Restaurant, wo ihr auch das Frühstück bekommt. Es gibt auch einen kostenlosen Shuttle ins Disneyland Paris. Er beginnt um 8.15 Uhr, also der erste circa. Der letzte fährt um Mitternacht. Aber bitte seid euch bewusst, der hält nicht nur hier, der hält auch an den anderen Partnerhotels, die hier im Umkreis liegen. Also bitte beachtet dies in eurer Zeitrechnung. Es kann etwas dauern, bis ihr da ankommt. Ihr könnt auch mit eurem Auto gratis hier am Hotel parken. Es gibt genügend Parkplätze. So, jetzt gehe ich mal rein zur Rezeption und zeige euch, wie es da drinnen aussieht. An der Rezeption bekommt ihr euren Disneyland Paris Plan, aber auch andere Informationen über das Val d'Europe, über das Shopping Center. Also alle Informationen findet ihr auch hier an der Rezeption. Genau, da ist der Checkout, da ist der Check-in. Ist klein, aber sehr schnucklig. Wir haben hier so ein paar Ausstellungen. Star Wars hier zum Beispiel. Dann haben wir hier Mario Kart. Könnt ihr mit euren Kindern spielen. Und hier haben wir ein kleines Karussell.
Hier könnt ihr noch Sachen kaufen, die ihr, falls ihr irgendwas vergessen habt. So, es gibt hier auch einen Shop in dem Hotel, einen Disneyland-Paris-Shop, wo ihr Merchandise kaufen könnt. Standard-Merchandise, wenn ihr irgendwas vergessen habt oder noch irgendwas kaufen wollt. Mützen, Handschuhe, Ohren, alles, was das Herz begehrt. Und was zu trinken und zu snacken. Und diesen Spiegel brauche ich für zu Hause. Bye. Bye. Dann gibt es hier noch so eine Art Spielecke, wo ihr alles Mögliche an Spielen spielen könnt. The Walking Dead. Keine Ahnung, was man da drin macht. Shooten. Hier ist noch so ein Typhoon. Weiß der Geier. Dann habt ihr einen Fernseher, wo ihr von Disneyland Paris sehen könnt. Und dann gibt es da hinten noch eine Bar. Das ist alles hinter der Rezeption. Also wenn ihr weiterläuft von der Rezeption, findet ihr das hier alles. Der Shop ist ganz hinten. Da ist die Rezeption. Genau. Also hier habt ihr eine Bar, da könnt ihr abends einen Trink haben, was zu essen kaufen. Ich glaube, hier gibt es auch Pizza. Dann gibt es hier auch noch Snackautomaten. Hier gibt es immer noch so Spielautomaten. Hier sind so Getränkeautomaten, Snackautomaten, alles, was das Herz begehrt. So, meine Lieben, was sagt ihr zu diesem Hotel? Also ich muss sagen, ich finde es super süß. Die Zimmer sind toll, ihr habt einen Shop, ihr habt Frühstück und es ist sehr nah am Disneyland Paris. Es gibt einen Shuttlebus. Ja, das ist, also ich bin sehr zufrieden mit dem Hotel. Ich würde es immer wieder buchen. Und ja, schreibt einfach unten in die Kommentare, was ihr davon denkt und ob ihr hier auch übernachten würdet. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!